Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Little Dragon Café. Ja, ich wollte dich doch knuddeln. Komm, wir haben keine Zeit, wir müssen Hühner holen. Vielleicht müssen wir einfach jetzt schon die Zutaten sammeln und die Eier später einholen. Ich meine, zwischen können wir auf jeden Fall die Sachen abgrasen, die in der Nähe sind. Oh. Was hast du denn? Ah, Blümchen. Oh, hey, Michael. Pikimo, was für eine schräge Pflanze. Ich weiß, was Billy zu sagen versucht. Michael, denkst du, ich bin ein dummer Mann? Nein, du bist nicht dumm. Naja, vielleicht ein dummer Geist. Aua, denkst du das wirklich? Schätze, das weiß ich auch selbst. Die Pikimo ist für mich gedacht, oder? Sie war da direkt neben mir. Aber warum konnte sie mich nicht sehen? Es ist okay, wirklich, aber... Das macht keinen Spaß. Oh. Armes Tüftüff. Aber ich hatte noch mal eine Ausgehkleider an, ne? Jetzt haben die mich da wieder reingeportet, ey. Ich kann es nicht glauben. Ich wollte doch nur raus. Ich wollte doch nur ein paar Hühner holen. Lauf. Also die Eier und so sammeln wir gleich ein. Beziehungsweise in der zweiten Runde. Weil ich werde wahrscheinlich die Zeit brauchen, um überhaupt bis dahin zu kommen. Los, Drogon, mir nach. Weil eigentlich müssen wir für Maurice hier auch etwas kochen, ne? Ich hasse das, dass sie immer so hängen bleibt. Aber wir haben auch schon lange kein neues Rezept mehr gefunden. So, wir liegen noch gut in der Zeit. Wir haben noch ein bisschen. Der Vogel ist jetzt unglaublich unwichtig. Hier ist auf jeden Fall keiner. Wichtig sind einfach nur diese zwei Vögel hinten. Ganz weit hinten. Am Popo der Welt da hinten. Man kann ja mal so nebenbei gucken, ob hier irgendwo irgendjemand steht. Den man ja bequatschen muss. Hatten wir jetzt ja bei den anderen ja auch, dass wir irgendwie einen Fischer fragen sollten und da die zwei Vögel will ich haben. Da sind solche Piepmetze. Geschafft! Yeah! Das ist das riesige Ding. Aber hier scheint keiner mehr zu sein. Komm, dann gehen wir zurück ins Café und dann machen wir da noch ein bisschen was. Ich hasse euch. Ich hasse dich. Und ich hasse dich. Und ich hasse dich. Und dich hasse ich auch. Weil du ein arroganter Fatzke bist. Und ihr mir einfach keine Rezepte gibt. Und ich will, dass ihr das wisst. Da wir nur einmal Dünger haben, brauchen wir auf jeden Fall nicht runter in den Fischer-Dings zu gucken. Aber die scheinen wieder besser zu sein. Ne, weil wir haben jetzt hier so ein paar Eier, da haben wir ein paar Eier. Das geht ja. Ja, natürlich benutzt man die dumm. Wir gucken einfach nur, ob da ein Rezept rumliegt. Ne. Da liegt nichts rum. Wo sind denn die ganzen guten Eier? Hier noch ein paar Eier, noch ein Ei. Hier ist auf jeden Fall noch ein Ei. Was? Nur zwei Eier? Du kannst noch ein bisschen warten, mein Freund. Geht der jetzt wieder so ein bisschen in Blau?
So, jetzt aber wieder rein. Jetzt ganz schnell wieder rein. Nochmal mit den Leuten reden. Damit sie gute Laune haben. Bevor der große Ansturm jetzt beginnt. Ich wollte nicht kochen. So, die Vorratskammer ist voll. Und dann können wir jetzt anfangen. Puh, der Mittagsansturm. Die Hölle. Dass wir auch nur eine Bestellung immer pro Gast aufnehmen können. Nehmt die Sachen auf und haltet die Schnüssel. Ich komme gar nicht dazu, hier irgendwas... Drogon, du sitzt so mies, mein Freund. Damit die Leute überhaupt schon mal was zu essen kriegen. Also Rosetta kommt auf jeden Fall niemals mittags. Nur abends. Wer kriegt denn hier? Ich höre es doch blinken, da hinten. Wenn wir schon mal da hinten sind, können wir auch hier von dir die Bestellung aufnehmen. Man muss ja ein bisschen versuchen, so gut wie möglich das hinzukriegen. Ich wollte eigentlich deine Bestellung aufnehmen. Ach, der Typ daneben ist es. Sorry. Wenigstens streiken sie nicht jetzt so, bevor überhaupt das Essen serviert ist. Doch, und ich sag's noch. Bruderherz. Nerv nicht. Er wollte ein Frappé. Räumt doch schon mal die Sachen ab. So, ein Tisch ist schon mal sauber immerhin. Er setzt sich auch an den dreckigen Tisch. So eine Riesenrunde gemacht, weil... Wir kennen das ja. Die schieben hier einen... sonst wohin. Ach, Drogon, was ist los? Du bist immer so böse. Ach, jetzt habe ich den Drogon erstmal geschoben. Ich bin eingekesselt. Verdammt. So, und der letzte. So, jetzt könnt ihr euch Gedanken drüber machen, wie ihr nicht wütend werdet. Oder, keine Ahnung. Aber doch nicht wegen, nicht während die Gäste da sind. Meint, jetzt könnt ihr fegen. Jetzt könnt ihr, keine Ahnung, irgendeinen Kladderadatsch machen. Jetzt haben wir so gesehen bis 6 Uhr, maximal 7 Uhr Zeit. Ein bisschen was einzusammeln hier. Da ist ein bisschen Kohl drin. Ja, komm, tu mal was hier für dein Essen. Ja. Na ja, komm, jetzt kannst du auch was essen. Blau oder blau, blau. Das macht gar nichts. Das gibt für grün. Jetzt ist er, hat er so ein kräftiges Grün, ne? Durch den Sonnenuntergang. Super romantisch. Zucker und Salz sind sehr wichtig. Auf jeden Fall fürs Kochen. Karotten. Man kann ja wenigstens das so ein bisschen in der Nähe abfarmen. Zucker, Salz und wir gehen zurück ins Café. Ich habe so ein bisschen Angst, dass die ganze Zeit nur am Faulenzen sind. Die Schweine. Ist auf jeden Fall... Einer ist da. So, Bruderherz.
Die ganze Welt ist von deinen Kochkünsten begeistert. Ja, ich nicht. Das sind tolle Neuigkeiten. Sie wird sich noch mehr bemühen, ja. Ich höre hier doch schon wieder irgendwie einen Fegen. Ich glaube, es hakt. Jetzt wollte ich von unserer kleinen Hexe die Bestellung auch nehmen und dann hat Ipanema die gekriegt. Ja, lass mich durch, würde ich mal sagen. Jetzt hat Ipanema schon wieder für ein Problem. Wenigstens dürfen wir der kleinen Hexe was servieren. Gott ist im Himmel. Diese Hin- und Herschieberei, das macht mich ja wahnsinnig. Mir ist das jetzt ehrlich gesagt egal, ob der schlechte Laune hat oder nicht. Sind hier noch irgendwelche Leute? Was? Rosetta kommt heute nicht? Was ist los? Also heute ist das Abendgeschäft ein bisschen mau. Das muss ich ja mal dazu sagen. Heute ist das Abendgeschäft ja mal ein bisschen mau. So, unser Drogon ist auch schon weg. Ah. Was denn? Sie mochten deinen Service, naja. Mein Ruf hat sich gebessert. Ist ja schön, wenn die nicht so anfällig wären, so für so blöde Leiden. Unser Ruf hat sich nicht gebessert, das ist ja das Problem. Es bessert sich ja nicht. Man wäre viel cooler, wenn es sich bessern würde, aber tut's leider nicht. Na schön. Ja, sag ich doch, diesmal waren es weniger, ne? Die waren aber zufrieden. Fehlen Zutaten. Was denn? Also den Reisbrei können wir wegnehmen. Wagner Kauder. Den Reisbrei können wir rausnehmen. Karte ändern. Das entfernen, weil das will keiner. Zutaten überprüfen. Rettich. Ach, Karotten. Ja, aber haben wir denn nicht genug Karotten? Ich meine, der nimmt da halt eine Karotte, die weniger, also keine glänzende Karotte. Wäre jetzt nicht so tragisch, oder? Wow, es ist ruhig hier drin heute. Ehrlich gesagt hat der Trubel hier drin langsam Spaß gemacht. Hä? Danke für das Essen. Ich komme sicher wieder. Hey, bist du okay, Maurice? Es ist nichts. Lass mich allein. Fühlst du dich nicht gut? Du gehst mir auf die Nerven. Lass mich einfach allein. Klatschi. Rede nicht so mit Ipanema. Sie macht sich Sorgen um dich. Es gibt nur ein Mädchen, das sich Sorgen um mich machen sollte. Und das ist nicht Ipanema. Meine Güte, du musst dich in den Griff kriegen. Du bist nicht du selbst. Obwohl auch ein taktloser Mann Charme haben kann, schätze ich. Okay. Sieh nur mich an. Wenn man ehrlich zu sich selbst ist, kann man maximalen Charme haben. Ach du. Du bist einfach nur selbstverliebt. Yep. Gemein. Wenn du einsam bist, dann sag es einfach. Lass uns doch einfach das Mädel herholen. Lass uns das Mädel suchen und wir machen das. Ach, ich wollte jetzt gerade nach den Karotten gucken, ne? Dann hab nicht. Wir müssen irgendwas anderes Cooles so auf die Karte noch setzen. So 6 Sachen. Oder 8 Sachen sind ein bisschen wenig, oder? Umbenutzen.
lange dauert das eigentlich? So 3 Tage? 4 Tage? Bis so die Dings fertig sind? Nehmen wir mal die Eier. So, also hier schon mal nichts. Also kein Rezept. Wir können trotzdem mal nach unten nach den Fischen gucken. Und dann wollte ich mal nochmal nach Rezepten gucken. Irgendwas Cooles, was wir so ganz viel haben. Vielleicht irgendwas mit Fisch wäre ja auch ganz geil. Ernten. Ich meine, wir haben so gut Fisch. Da könnte man doch vielleicht irgendwas zaubern. Ich meine, Backfisch kommt ja ganz gut an, aber so 2 Fischgerichte oder 2 Fleischgerichte wäre da eigentlich auch gar nicht so schlecht. Aber unser Ruf will auch nicht besser werden. Wahrscheinlich wird der Ruf immer nur besser mit den Geschichten. Dass wenn wir eine Geschichte gemacht haben, dann sich auch der Ruf verbessert. Okay, das ist auch keins. Ich kann ja trotzdem das hier abmähen. Karotte. Ich dachte, ich habe ein Karottenproblem. Jetzt habe ich doch die Karotten. Ich denke, ich werde die Eier mal erst dann holen, wenn wirklich alle Vögel weg sind. Dann holen wir an einem Tag die ganzen grünen und an einem anderen Tag dann die ganzen weißen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Dann muss ich mich nicht so abhetzen. Hier gibt es auch Sahnesoße und Curry. Da komme ich ja eh nicht hoch. Das ist ja schwachsinnig. Hier war noch eine Karotte drin. Yay. Ich frage mich, warum wir nichts draußen machen. Draußen sieht es doch voll schön aus. Die Zutaten wurden in der Vorratskammer gelagert. Sehr schön. Geh weg. Geh weg. Alter! Mach mich nicht wahnsinnig. So, zeig mir die Karotten. Wir haben nur... Oh fuck, wir haben bald keine Karotten mehr. Auf Karte setzen. Pudding. Was haben wir denn überhaupt auf der Karte? Eisertopf. Spinat, das geht. Schokoladensirup, Frappé. Schaschlik. Hier brauchen wir die Karotten. Pudding ist drauf. Backfisch. Vielleicht könnten wir das Backner Kauder nochmal abändern. Speisekarte, Backner Kauder. Das war nur einmal Karotten. Dafür dann... Spinat, dann Pfeffer und Salz. Nee, Quatsch, komm. Da machen wir Zwiebel rein. Oh, das wird bestimmt jetzt super schwierig. Jetzt geht's noch. Wow! Etwas scharf erstklassig. Karte aktualisieren. Das habe ich jetzt schon. Nee, das hat 4 Sterne. Nee, komm, tausch das aus. Karte ändern. Nee, etwas scharf, das ist schon richtig so. So, ich wollte aber noch kochen. Basisrezepte. Neue Rezepte. Pfannengemüse. Kräftiges Zucchini-Fleisch. Aal. Könnte man ausprobieren.
Wir probieren es mal nochmal. Bis jetzt läuft es ja ganz gut. Nein. Das war immer nice gewesen. Kann man aber trotzdem auf die Karte setzen, glaube ich. Fisch. Es hat halt nur 3 Sterne. Das Ding ist halt besser. Komm, dann machen wir das hier, oder? Das. Nee, komm, wir machen das. Mal sehen, wie das ankommt. Haben wir noch irgendwas anderes Cooles? Basisrezepte, Basisrezepte. Da fehlte Pfannkuchen. Wir haben sehr viel Mehl, wir haben sehr viel Zucker, wir könnten noch Ei. Und dann noch Kiwi will ich jetzt nicht. Aber die Litschi könnten wir probieren. Komm, angucken. Jetzt läuft ganz gut. Es wäre fast perfekt gewesen. Ei, Schinken, Pfannengemüse. Nein. Das hat jetzt 4,5. So, 10. Versuchen wir einfach mal unser Glück. Blau, blau, blau. Nichts. Blau, 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 blau. Blau, blau. Nichts. Grün. Grün, okay. Die 2 noch und dann können wir den anscheinend blau färben. Hat einer von euch noch ein Rezept für mich? Wirkt ein wenig traurig. Ja. Ich kann nicht glauben. Lass uns gute Zutaten sammeln für das Café hier. Ich bin bereit. Da kommt schon der erste. Pünktlich um 12. Kann man ja ein Schweizer Uhrwerk da noch stellen. Setzt euch doch nicht so zu 10.000 Sachen hin. Lass mich doch mal ran! Oh. Ich merke das schon, ich werde schon wieder sauer. Wer hat denn jetzt schon wieder schlechte Laune? Ich sag Übernehmer. Ah, guckt euch das an. Diesmal ist Rosetta nachmittags gekommen. Ihr müsst auch bedienen! Vergiss nicht, den Leuten auch ihr Essen zu geben. Ich klatsch dich, ey. Himmelarschenzorn. Jetzt, was hat er denn schon wieder? Der will jetzt wieder putzen. Ich seh's doch. Ich seh's ihm an! Ich hab's ihm doch angesehen. Was willst du denn jetzt? Putzt du jetzt oder was ist los? Okay. Ey, ich bin schneller als die, denn die sind so am lahmarsch. Die Zutaten gehen aus. Ja, ist halt so. Den nehmen wir Backnerkau da gleich wieder von der Liste, ey, wenn die so weitermachen. Gibt's halt keinen Backnerkau da.
fehlt da noch ein Gericht. Koch hin. Also wirklich. Einfach die Leute hier nicht so erschrecken. Erstmal eine Riesenkurve, um im Prinzip um die Leute machen. Ihr könnt gleich von alleine aufräumen, ich sag's euch. Gut, dann nehmen wir Buckner Cowder erstmal von der Karte, weil ich denke mal, es wird Buckner Cowder sein. Oh nein, es ist nur ein Gericht. Wer kam denn jetzt noch? Wer kriegt denn hier noch was? Ach du. Hallo, der serviert hat Vorrang. Karte ändern. Wo gehen uns denn die Zutaten aus? Ach, beim Schokoladen-Dings. Ah, der Schokoladensirup geht aus. Dann gehen wir doch mal gucken, ob wir nicht noch Schokoladensirup finden. Der war ganz hinten. Der war hinten in dem neuen Gebiet. Der Jude Schokoladensirup. Aber es wird mir auch nichts bringen. Ja gut, wenn uns die Zutaten ausgehen, dann könnt ihr das halt nicht bestellen, mein Gott. Wir haben 1000 andere Gerichte und die können doch nicht mal das gleiche essen. So, hoch. Ja, in 2 Stunden kommen schon wieder die nächsten. Nein, ich hing fest. Och, ey, das ist so Mäusemelken, aber wir haben es schon fast geschafft. Wir sind ja gleich da. Es war ja halt da oben. Ich muss nur hüpfen. Ach, und Karl Drogon habe ich auch noch nichts gegeben. Ich mich aufregen. Ich reg mich nur ganz dezent auf. Ich weiß, den Schokoladensirup habe ich nämlich von hier geholt. Sahnesoße, Currypulver. Verdammt. Karte ändern. Dann entfernen wir das mal. Ich meine, die haben dann immer noch Pfannkuchen, was süß ist. Und das Frappé, was kalt ist. Blau. Dem Drachen geben. Und ab zurück zum Kaffee. Dann gibt's halt kein Eis, mein Gott. Dann warten wir halt wieder, bis wir so ein bisschen... Oh, verdammt, Ipanema, ey. Das ist dein Ernst? Das ist dein verdammter Ernst? Och, Mann! Wie ich ihn hasse. Ich hasse meine Mitarbeiter in diesem Part gerade unglaublich. Die sollen kellnern, die sollen die Bestellungen aufnehmen, die sollen machen und mithelfen. Und nicht hier so rumgammeln und ihre Probleme auf mich abwälzen. Kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, so jetzt hat Güderchen schon wieder irgendein Problem und fängt jetzt gleich an, wieder die Wohnung zu fegen. So, Karl Drogon ist jetzt auch weg. Der ist nämlich schon nach oben. Ich meine, die Leute, die wollen noch essen.
komme hierher, um zu essen. Und ihr macht es immer einen so anstrengend. Weißt du was? Hab von mir aus schlechte Laune, das ist mir egal. Ich hab keine Lust mehr auf euch. So, er steht jetzt da, wie angewurzelt, bestellt und nicht abgeholt. Wow. Das haben wir. Gott, ist das anstrengend mit denen. Eins. Okay. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Was sagt die Bilanz? 27. Sehr schön. Die waren zufrieden. Und meine Zutaten gehen aus. Hier auch schon wieder. Ach, die Karotten, ne? Dann nehmen wir auch Backner Kauder jetzt mal eine Karte. Okay, ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Jetzt haben wir wieder nur 8 Sachen, bis wir mehr Karotten haben und dann... Das will anscheinend keiner. Und dann werden wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wiedersehen. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.